weiß es nicht. Wo finde ich hier Battery? So, wie fährt sich jetzt dieser, kann man City SUV sagen? Warum braucht man in Berlin unbedingt ein Auto? Ist mir einfach unbegreiflich. Und der Ioniq wäre jetzt so voll? Klar ist der MG nicht voll. Wie kann man ein Auto so auf den Markt bringen? Da muss man halt wirklich an deren Verstand zweifeln. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Auto-Reviews zu Elektrofahrzeugen gibt es ja wie Sand am Meer. Und deshalb habe ich mir schon vor einiger Zeit mal überlegt, was könnte euch denn vielleicht da draußen noch interessieren. Und deshalb habe ich mal so eine Videoserie eine Woche mit dem Hyundai Ioniq Electric gemacht, ohne eigene Lademöglichkeit, die ich ja nun mal nicht besitze. Und da wurden Stimmen laut, macht davon unbedingt eine Fortsetzung. Und wir haben jetzt so Anfang Sommer 2021 und ich habe jetzt die Gelegenheit, das nochmal fortzusetzen, aber nicht mit meinem 3,5 Jahre alten Hyundai Ioniq, sondern mit einem anderen Fahrzeug, und zwar den MG ZS EV. Und mit dem werde ich jetzt mal eine Woche durch die Stadt fahren und werde mal gucken, wie gut schlägt der sich denn so im Stadtverkehr, im Alltagsgebrauch? Er ist ein SUV im B-Segment und auf den ersten Blick sehr geräumig, hinten im Fond allerdings etwas weniger Platz als der Ioniq. Und ich würde sagen, ihr begleitet mich einfach mal eine Woche lang mit dem MG ohne eigene Lademöglichkeit und wir gucken mal, wie gut das klappt. So, die erste Fahrt im MG ZS EV. Und hoppala, es sind nur noch 69 Kilometer Restreichweite. War da nicht was? Wo ist denn da der, wo steht denn da die Restreichweite? 77 Kilometer? Reicht mir nicht, du bist sowieso noch Stadtfahrer. Jetzt kriegt ihr den Wagen mit 77 Kilometer. Ja, vielen Dank. Geschenken Gau, schaut mir nicht ins Maul, Kollege. Geschenk. Ja, gut, dann. Ist ja cool, dass 77 drin sind. Boah, ich muss zum Zug. Das wird eng. Naja, egal. Als Laternenlader sind 69 Kilometer durchaus fulminant und stören mich eigentlich wenig. Vor allen Dingen, weil ich jetzt das Kind zur Schule bringen muss und danach werde ich sowieso einkaufen müssen und dann werde ich hoffentlich dabei laden können. Wir werden mal sehen, wie gut das funktioniert. Und dann gibt's heute noch einige Erledigungen, begleitet mich aber gerne diese Woche mit. Denn es geht diese Woche wieder nach Brandenburg in die Ladewüste zur Familie. Es geht unter anderem zu einem Elektrofahrzeugtreffen. Mal gucken, was die anderen Leute über den MG sagen. Es geht zu privaten Ladestationen. Mal gucken, ob er da ohne Probleme laden kann. Denn es ist ein relativ neues Fahrzeug. Es geht aber auch zu Julian. Und dort vergleichen wir den ZS EV dann mal mit seinem ID.3. Also ne, man kann die natürlich nicht so gut miteinander vergleichen, aber preislich, ausstattungstechnisch, wie schlägt er sich von der Verarbeitungsqualität und so weiter und so fort. Das alles wird euch diese Woche erwarten. Aber würde ich sagen, dann schnacken wir nicht lange, sondern machen wir uns los auf unsere erste Reise. So, bei dem Kaufland haben wir leider kein Glück, weil da steckt schon jemand an CCS dran. Und Typ 2 geht nicht parallel, weil die Leistung begrenzt ist. Also fahren wir weiter zum nächsten Supermarkt in der Hoffnung, dass wir dort laden können. In Berlin haben wir den glücklichen Umstand, dass wir, keine Ahnung, 50 oder 60 Supermärkte haben, die über einen Schnelllader verfügen. Entsprechend hoch ist hier aber auch die Dichte an E-Fahrzeugen. So, normale Einkaufszeit und der Ioniq wäre jetzt so voll. 27 Minuten. Klar ist der MG nicht voll, weil der hat einen wesentlich größeren Akku. Der hat ja 41 Kilowattstunden nutzbar. Aber mal gucken, ob man es sehen kann. 27 Minuten und er hat bis jetzt
nicht ganz 18 Kilowattstunden geladen. Ist okay. Wird sich noch die Tage zeigen, wie das so ist mit der Ladeleistung. Ich habe schon eine Sache herausgefunden, man muss nicht runterdrücken, sondern man muss einfach nur mit ein bisschen Schwung und dann bleibt er zu. 68% zeigt mir jetzt eine Reichweite von 158 Kilometern an. Gut, kann man nicht so ernst nehmen, weil Stefan ist gestern aus Bremen auf der Autobahn hergeballert. Aber 27 Minuten 18 Kilowattstunden nachzuladen ergibt eine durchschnittliche Ladeleistung von 40 kW. Ist an einem 50 kW Triple absolut in Ordnung. Also ist jetzt nicht irgendwie, dass er zu wenig oder sowas macht. Wobei, wenn man jetzt überlegt, dass wir im Bereich zwischen 16% und 67% geladen haben, also da ist jetzt vom State of Charge nichts dabei, wo du sagst, da müsste jetzt irgendwie die Ladeleistung begrenzt werden, werde ich mal die nächsten Tage so ein bisschen beobachten. Die Front ist nicht wirklich übersichtlich, dadurch, dass er, also für mich einfach, dadurch, dass er höher ist und er hat so eine leicht abfallende Motorhaube und er hat vorne keine Parkpiepser, also keine Park Distance Control. Und das ist denkbar ungünstig, wenn man überlegt, dass er halt vorne den Ladeanschluss hat. Das heißt also, dass man auch vorwärts an die Ladepunkte und sowas ranfahren muss. Finde ich das ein bisschen ja, problematisch. Aber ich glaube, da gewöhnt man sich dran. Man schätzt dann irgendwann, man kann irgendwann die Entfernung einschätzen. So, jetzt kann man hier mal so ein bisschen den direkten Vergleich zum Ioniq sehen. Ich habe einen Parkplatz direkt neben dem Ioniq bekommen. Und ja, der MG ist schon wesentlich höher. Ist ja auch, wen wundert's. Also man sieht es auch in den Radhäusern. Aber er ist erstaunlich, sogar ein Stückchen kürzer. Kofferraum würde ich sagen, auf den ersten Blick ist auf jeden Fall gleich. Im Innenraum hat man ein bisschen weniger Platz. Er hat auch noch einen gigantischen Motorraum und da gibt es auch noch was Interessantes zu entdecken. Das werde ich euch in den nächsten Tagen dann mal zeigen. Kann aber so viel schon mal sagen, was ich bisher in keinem Review gefunden habe. Der Beifahrersitz ist nicht höhenverstellbar. Nee. So, jetzt habe ich heute Morgen mein Kind zur Schule gebracht. Danach war ich einkaufen, habe das Auto aufgeladen, knapp über die Hälfte. Jetzt hat er noch immer 142 Kilometer. Warum mache ich diese Serie? Ich möchte ja jetzt eigentlich irgendwie nicht den MG als solches bewerben. Aber ich habe ja die Serie sozusagen schon mal gemacht mit meinem Hyundai Ioniq, der ja Baujahr 2017 ist. Und mit 3 Jahren Alter sozusagen nicht mehr ganz up to date ist. Und deshalb mache ich diese Serie quasi jetzt nochmal mit einem Fahrzeug, welches wirklich 2021 Baujahr hat, dass ich einfach nochmal zeigen kann, wie ist es denn mit dem aktuellen Elektrofahrzeug. Es gibt sicherlich Elektrofahrzeuge, die noch weitaus schneller laden, die einen noch wesentlich größeren Akku haben, aber darum geht es ja eigentlich auch gar nicht, sondern es soll ja eben darum gehen, zu zeigen, mit welch einfachem Fahrzeug in Anführungszeichen man heutzutage auch ohne eine eigene Lademöglichkeit zurechtkommt. Wir klammern das Thema Preis, wie gesagt, wieder aus. Das habe ich in der letzten Folge ja, oder in der letzten Serie ja auch nicht behandelt. Ich widme mich da voll und ganz einfach nur der Machbarkeit unter Berücksichtigung der aktuellen Ladeinfrastruktur. Und mir ist auch bewusst, dass hier in Berlin die Ladeinfrastruktur natürlich eine andere ist als, weiß ich nicht, irgendwo in Rostock oder in irgendeiner anderen Kleinstadt oder so. Ich möchte einfach nur zeigen, dass wenn die Ladeinfrastruktur ausgebaut ist, dass man
dann ohne Probleme durch den Alltag kommt. Und dass man eben nicht der landläufigen Meinung nach irgendwie das Auto unbedingt jede Nacht anschließen muss. Natürlich, wenn man eine eigene PV-Anlage hat oder eine eigene Wallbox, dann schließt man das Fahrzeug wahrscheinlich jeden Tag an. Einfach dann, um sicherzustellen, dass es halt immer irgendwie 80% hat oder so, also immer nahezu voll ist. Aber selbst wenn man das eben nicht hat, selbst wenn man eben nicht davon partizipieren kann, also selbst von der WEG-Reform oder ähnlichem, sondern wenn man rein auf öffentliche Ladeinfrastruktur setzt, dann ist das heutzutage auch kein Problem. Und das möchte ich hiermit zeigen. Also wie gesagt, ich fahre jetzt hier auch gerade von einem Termin zum nächsten. Hab heute auch nicht vollgeladen. Also ich muss jetzt auch nicht irgendwie mich da ewig langweilen am Supermarkt, sondern ich habe halt eben knapp eine halbe Stunde gebraucht zum Einkaufen, hab in der Zeit geladen und diese 140 Kilometer, ja so what, also die reichen voll und ganz aus. Innerstädtisch komme ich vielleicht, selbst wenn ich viele Termine habe, komme ich vielleicht auf 30 Kilometer. Braucht man denn in Berlin unbedingt ein Auto? Kommt immer mal wieder gerne in den Kommentaren. Und die Antwort lautet natürlich ganz klar, nein, braucht man nicht. Auch ich bräuchte kein Auto und auch ich war lange Zeit ohne Auto unterwegs. Inzwischen ist es aber so, dass ich eine nicht unerhebliche Menge an Kameraequipment angesammelt hat, die ich immer mit mir herumschleppe, wenn ich von Dreh zu Dreh fahre. Bei mir ist es natürlich auch ein Komfortfaktor auf der einen Seite, also Wohnen in Mitte Tiergarten, Schule in Steglitz, mein Vater halt eben, der pflegebedürftig ist, außerhalb in Brandenburg, da macht ein Auto schon vieles einfacher. Ich gebe aber auch zu, dass ich natürlich auch sehr kurze Strecken mit dem Auto fahre, die sicherlich so nicht zwingend notwendig wären. So, und wenn ich halt so einen Tag innerstädtisch von Termin zu Termin unterwegs bin, dann komme ich da selten über, ich sag mal, 30, vielleicht allerhöchstens 40 Kilometer. Und natürlich kann ich das auch mit dem Roller zurücklegen, genauso wie die Fahrten zu meinem Vater. Da ist es einfache Strecke, 35 Kilometer nach Brandenburg raus. Da haben wir aber das Problem, wenn ich halt eben rausfahre und wieder reinfahre, dann habe ich selbst mit zwei Akkus, dann sind die nahezu leer. Und das kann ich halt eben nicht verbinden mit einem anderen Dreh. Und deshalb nehme ich halt eben das Auto. Sicherlich, da gibt's dann wieder einen anderen Roller oder sowas. Aber der kostet dann eben auch wieder mehr. Also man kann sich schon, was ich damit sagen möchte ist, man kann schon davon ausgehen, dass viele Leute sich Gedanken darum machen, um das richtige Verkehrsmittel für sie. Dass aber natürlich auch irgendwo der Komfort mit hineinspielt. Und das möchte ich auch nicht in Abrede stellen, dass es auch bei mir der Fall ist. So, wie fährt sich jetzt dieser, kann man City-SUV sagen, SUV im B-Segment? Also, um mal auch kurz etwas zum Auto zu sagen, damit ihr euch nicht beschwert, irgendwie, ich mache hier eine Serie im MG und sage nichts über den MG. Also nach den ersten Tag, sage ich jetzt mal grob, die ich hier unterwegs bin, es gibt Sachen, die sind echt klasse. Also dieses riesige Panoramaschiebedach ist wirklich super klasse. Das macht wirklich eine Menge her. Vom Design her finde ich tatsächlich, erinnert er vorne so ein bisschen an Mazda, ich glaube CX-3 oder so ist das, den etwas kleineren SUV. Von hinten erinnert er mich so ein bisschen an den Renault Kadjar. Innen ist er ein bisschen kleiner als der Ioniq, also wir haben mit Kind hier drinnen ein bisschen weniger Platz gefühlt, also sitzt ein bisschen gestauchter, aber nicht unbequem, muss man einfach so sagen. Kofferraum ist ausreichend groß. Ist größer logischerweise als im Ioniq. Ist ja auch nicht schwer, weil der hat ja hinten ein wesentlich höheres Heck. Es sind so ein paar Sachen, die Software ist ein bisschen laggy, also die hängt immer so ein bisschen hinterher. Und das ist ein bisschen komisch, weil du eigentlich denkst, naja, was aus China kommt, da könnt's gerade die Software. Und bei der Verarbeitung ist immer so von wegen, das können sie nicht. Aber die Verarbeitungsqualität, und das werde ich diese Woche auch nochmal, die ist wirklich... Also Respekt. Aber eine Sache noch, wenn man es weiß, dann ist es kein Problem. Also es fällt einem davon kein Bein ab oder so. Aber eine Sache, die mir aufgefallen ist,
wo ich wirklich sagen muss, also wie kann man ein Auto so auf den Markt bringen, ist mir einfach unbegreiflich. Also aus meiner Sicht macht man sich so ein bisschen lächerlich und seid mir nicht böse. Aber die Software, die jetzt hier drin ist in dem Fahrzeug, seht ihr schon hier Geschwindigkeitswarnung zum Beispiel. Da kann ich jetzt einschalten, nahe oder ein. Und ich denke mir, was bedeutet bitte schön nahe? Und das zieht sich durch das gesamte Menü. Also hier bei Geschwindigkeitsassistenzmodus steht auch aus. Aus, manuell oder intelligent. Und ich frage mich wirklich, warum steht da drüber bei Geschwindigkeitswarnung nahe? Aber nahe heißt aus. Oder nicht. Oder ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, welchen Übersetzer sie da benutzt haben aus dem Chinesischen oder was das Wort im Chinesischen bedeutet. Vielleicht wisst ihr es, schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Das ist ein bisschen lustig, aber das ist jetzt überhaupt nichts, was irgendwie schlimm wäre, ne? Also warum das Fahrzeug irgendwie jetzt plötzlich schlechter würde, sondern das ist, ja, da wäre für mich wichtiger, dass das Ding einfach ein bisschen schneller reagiert und dass es alles nicht so lange dauert, bis da mal was passiert. Oder dass es vielleicht ein bisschen intuitiver ist. Ne? Hier Loading Navigation. Ich meine, wie lange bin ich jetzt schon unterwegs? So, Vorschlag. Jetzt soll ich während der Fahrt diesen Text durchlesen oder was? Wahrscheinlich steht in dem Text drin, dass ich den Text nicht lesen soll und bitte auf die Straße achten soll. Also in so einem mikrokleinen Buchstaben. Also manchmal, egal bei welchem Hersteller, muss man halt wirklich an deren Verstand zweifeln. Ganz im Ernst. So. Was kann man noch zum MG sagen? Ja, also insgesamt, man bekommt für den Preis wirklich ein, also aus meiner, nach dem ersten Tag, und es wird sich ja über die Woche zeigen, wirklich ein solides Auto, was wirklich Spaß macht zu fahren. Er hat so ein bisschen auch das Problem, dass er die Kraft schwer auf die Straße bekommt, weil er frontangetrieben ist. Aber sonst, auch wenn die Scheiben unten sind, du schließt die Türen, es klingt wirklich wertig. Was ich mir halt eben ganz gerne mal wünschen würde, ist so eine Komfortfunktion. Und das, denke ich, das kann ja nicht der große Akt sein, also einfach Programmierungssache, dass die Fahrzeuge halt eben ihre Scheiben schließen und sowas, wenn man auf zudrückt, dass sie das Schiebedach schließen und sowas. Aber gut, das ist Jammern auf hohem Niveau, muss man ganz ehrlich sagen, weil wir können ja mal gucken, was kriegst du sonst für 23.000 Euro nach Förderung. Na, also wie gesagt, der kostet 32.000, so wie er jetzt hier ist. Ich glaube, es ist sogar die höchste Ausstattungsvariante mit dem Glasschiebedach und so. Jetzt gucken wir mal, ob wir im Bus vorbeipassen. Ja, passen wir, super. Ja, und dahingehend lässt sich halt nicht meckern. Ne? Ja, der Ladeanschluss ist vorne nach Front. Für Autobahnfahrten ist er wahrscheinlich eher ungeeignet, weil es ist halt ein SUV, der vorne so ein bisschen, der vorne aufrecht steht wie so eine Schrankwand, und dadurch, dass der Grill halt eben keine Luft nach innen transportieren muss, hat man vorne die Ladeklappe reingemacht. Die Ladeklappe ist geschlossen, das heißt, an der Stelle ist auch der Grill wirklich senkrecht und geschlossen, und das merkt man auch, wenn man Autobahn fährt oder wenn man schneller fährt. Das ist das, was einige YouTuber bestätigt haben. In der Stadt ist es kein Problem, kann man den locker bisher mit 15, 16 Kilowattstunden fahren. Auf der Autobahn geht es dann schnell Richtung 25 Kilowattstunden, und das nur bei 110, 120. Vielleicht haben da noch andere Leute andere Werte, aber das ist sicherlich der Bauform geschuldet. Wenn man jetzt aber davon ausgeht, dass man sagt, okay, ich brauche ein Auto, um täglich über die Landstraßen durch den Ort oder in die Stadt oder an die Stadt ran zu pendeln, dann macht der natürlich einen super Job. Ne? Dann hat der mit seinen nutzbaren Batterie von 41 Kilowattstunden, hat der natürlich
eine super Reichweite, dann kommt man mit, wenn man den mit durchschnittlich 15, 16 Kilowattstunden auf 100 Kilometer fährt, dann kommt man auch sicherlich ganz gut weit. Was bleibt ansonsten zu sagen? Erster Eindruck, solide, toll, lässt sich super fahren, auch sehr, ja, relativ weich abgestimmt. Vom Fahrwerk her, er wummert ein bisschen mehr als der Ioniq, wenn man jetzt über ein Schlagloch oder eine Bodenwelle oder sowas fährt. Also man spürt es nicht, man spürt den Schlag nicht, es ist sehr weich abgefedert, aber man hört es deutlicher. Gut, aber wie gesagt, wir gehen ja schon in die Richtung Auto-Review, das soll es ja gar nicht sein, sondern ich möchte einfach nur mal zeigen, hier ist ein aktuelles Fahrzeug, wirklich Low-Budget-Klasse. Ne? Klar, es gibt noch günstigere, aber die kann man halt aktuell nicht bestellen, so die neuen Drillinge. Und deshalb gucken wir eben mal, was ist denn so am unteren Preissegment zu haben und wie kommt man damit täglich zurecht. So, das war dann der erste Tag im kleinen China-Kracher. Und ja, es ist halt unaufgeregt. Ne? Wie ich es schon in der ersten Serie gesagt habe, das ist halt echt unaufgeregt. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass da irgendwas Großartiges passiert. Aber wieder mal gesehen, erster Tag mit recht wenig Reichweite übernommen. Am Supermarkt ein bisschen zwischengeladen. Ich muss jetzt nicht unbedingt voll machen. Heute meine Erledigungen gemacht. Da sind jetzt noch 130 Kilometer oder so drin. Ihr seht also, ich bin nach dem Laden ungefähr noch 30 Kilometer unterwegs gewesen. Alles super. Da steht er jetzt. Morgen geht's dann raus nach Brandenburg. Vorher werde ich noch mal bei Christian zu einem Ladecheck ranfahren. Also morgen wird ein bisschen Strecke gemacht. Und dann werden wir mal schauen, ob der auch an Christians privater Ladestation, einer Setec-Ladestation, laden kann oder ob dafür ein Update notwendig ist. Wir werden sehen, ich muss meine Schwester aus Neukölln abholen, fahre dann zu meinem Vater raus nach Brandenburg, ob wir irgendwo auf dem Weg laden können, ob wir dort laden können, wie das Ganze so funktioniert und was da an Ladeequipment noch mit dabei ist bei dem Wagen. Das seht ihr alles morgen. Vielen Dank fürs Zuschauen und denkt dran, wenn ihr kein Video verpassen wollt, Kanal abonnieren, Daumen nach oben und dann sehen wir uns schon beim nächsten Mal wieder. Ciao!